Der Flughafen als Arbeitsplatz ist perfekt. Also mein Name ist Gerhard Schmidt. 1987 habe ich hier den Dienst angetreten als Stationsleiter. Also wir betanken so im Schnitt 200 bis 250 Flugzeuge am Tag. Dann weiß man schon, auf welcher Position er steht. Man weiß das Kennzeichen, man weiß die Destination, wo er hingeht. Und wenn es ganz gut geht, dann hat man schon das Block View. Das heißt die Menge, auf das das Flugzeug aufgetankt werden muss. Wie ich angefangen habe hier, da war das Standardflugzeug die DC-9. Das waren noch richtige Flieger, wo man quasi per Hand die Ventile schalten musste und somit auch gezwungen war zu wissen, welche Mengen da zu vertanken sind, wo es wo reingeht, und man musste in dem Kopf mitrechnen. Das hat sich also alles sehr vereinfacht mit den neueren Flugzeugen. Das geht alles mehr oder weniger über den Computer. Man gibt eigentlich nur mehr das Endgewicht vor und startet die Betankung, überwacht eigentlich nur mehr die Ventile bzw. die Tanks, ob auch zum richtigen Zeitpunkt die automatisch geschlossen werden. Perfekt. Unser Produkt kommt von der OMV, Raffinerie in Schwechat. Da ist eine Pipeline verlegt, ungefähr 8 Kilometer lang, und kommt direkt in die beiden Hochtanks, die hier vor Ort stehen. Von dort wird das Produkt im Hydrantensystem, das im ganzen Flughafen verlegt ist, zu den einzelnen Parkpositionen verteilt. Und wir mit unseren kleinen Fahrzeugen, Dispensern, stellen nur die Verbindung her zwischen Hydrantensystem und Flugzeug. Wie ich da zum Arbeiten angefangen habe, war es schon interessant, also zu wissen, wo fliegt der Flieger hin. Und es wäre schon manchmal der Wunsch gewesen, auch darin zu sitzen und einen schönen Urlaub zu genießen. Aber man ist glücklich, wenn man den Job gut gemacht hat und wartet auf den nächsten Auftrag.